Moin Leute, ich habe gerade einen Brief im Briefkasten gehabt und die Geschichte ist, glaube ich, ganz interessant und könnte auch ganz interessant werden, je nachdem, was das, ob das die Wahrheit ist oder nicht, Digga. Zum einen ist interessant, wie ich darauf erstmal wieder reagiert habe, beziehungsweise mein Körper und meine Angststörung darauf reagiert hat. Und zum anderen möchte ich mal von euch wissen, ob jemand sowas schon mal erlebt hat, weil ich mir echt gerade nicht sicher bin, ob das ein Fake ist. Und zwar, fangen wir mit den sachlichen Fakten an. Ich hatte einen Brief im Briefkasten von einer Hausverwaltung, die nicht meine ist. Ein bisschen dick auch und ich denke mir so, was ist das denn jetzt? Ja, angeblich haben wir einen neuen Eigentümer, eine neue Hausverwaltung. Anscheinbar dann ab 1.6. Da ist auch eine Vollmacht bei von den Eigentümern, denen das ganze Karree gehört. Also die komplette Anlage. Also betrifft es auch alle Mieter. Heute ist der 25.05. und man soll dann ab 1.6. die Miete zu denen überweisen. Ist ein deutsches Konto. Konto läuft auch auf den Namen des Karrees, also der Wohnanlage. Und was ich jetzt, also es sieht ziemlich seriös aus. Die Verwaltung gibt's auch. Was ich aber komisch finde, ist, 7 Tage bevor die Miete fällig ist für Juni, kriegt man erst den Brief. Übrigens sind die Betriebskosten auch bald fällig, auch nochmal so ein Ding. Und du kriegst nur den Brief von der neuen Verwaltung, nicht parallel noch von der alten, dass die dir Bescheid geben, ey, übrigens, wir sind nicht mehr zuständig. Kann mir mal bitte jemand von euch sagen, ob er sowas schon mal erlebt hat? Ob das ein normaler Werdegang ist? Finde ich ziemlich skurril. Ja, jetzt ist Pfingsten. Ich kann erst Dienstag die alte Verwaltung anrufen und nachfragen, ob das stimmt oder ob das ein Fake ist. Ich habe jetzt schon bei ein paar Nachbarn geklingelt. Keiner da gewesen, außer einer. Beziehungsweise die Freundin von ihm, von dem, der da in der Wohnung wohnt. Die geben mir Bescheid, ob sie irgendwas wissen, weil er zieht aus. Vielleicht hat er nähere Infos. Aber Bro, ich überweise safe nicht meine Miete auf ein anderes Konto, solange ich nicht weiß, ob das real ist, Digga. Ich bin doch nicht völlig bekloppt. Sehr eigenartig. Ja, also falls jemand von euch sowas schon mal erlebt hat, bitte jetzt mal melden. Würde mir erstmal weiterhelfen. Ich muss jetzt halt bis Dienstag warten, was ich machen. So, und interessant ist jetzt, was das ausgelöst hat. Wie gesagt, ich bin ja mittlerweile sehr gut da drin, meine Emotionen zu beobachten, auch die Angst zu beobachten, wenn sie kommen. So, ich habe halt den Briefkasten aufgemacht. Ich weiß ja, Betriebskosten sind bald fällig, aber eigentlich wäre es jetzt noch zu früh. Und sehe halt diesen Briefumschlag, diesen relativ dicken. Mein erster Gedanke war, uff, Betriebskostenabrechnung. Dann lese ich was von der anderen Hausverwaltung, Immobiliengesellschaft. Ich denke mir so, mein erster Gedanke war, fuck, die haben Eigenbedarf angemeldet, du musst aus der Wohnung raus. Das war mein allererster Gedanke, mein erster Impuls. Ja? Und dann ging es los, sofort Angst bekommen. Sofort dieses extrem starke Herzklopfen, Puls geht hoch bis zum Gett nicht mehr. Dieses beklemmende Gefühl in der Brust und dieses Gefühl, du musst jetzt sofort erfahren, was los ist. Du musst den sofort aufmachen, sonst frisst dich dieses Gefühl auf und bringt dich um. So fühlt sich das bei mir halt immer an. Ne? Ja, dann heißt es wieder, Gina, bleib ruhig. Du hast Zeit, den Brief zu öffnen. Du musst ihn nicht sofort öffnen. Es ist nur ein Brief. Ja? Da kann alles drin stehen. Es ist nur ein Brief. Es ändert auch, wenn dann nichts an der Situation. Und gleichzeitig aber der Angstimpuls, nein, mach den Brief jetzt auf, wir müssen wissen, was da ist, wir halten das nicht aus. Richtig krass. Ja, und ich habe den Brief natürlich auch sofort aufgemacht, hat ja jetzt keinen Zeitdruck, dass ich irgendwo hin muss oder so, also klar machst du den Brief erstmal auf. Aber sehr interessant, wie so eine Kleinigkeit sowas auslösen kann. Finde ich bei mir sehr interessant. Also das ist wirklich, seriously, das ist normal bei mir, ne? Andere würden an den Briefkasten gehen, würden so einen Brief sehen. Die würden dabei nichts empfinden, Bro. Nichts. No. Bei mir gleich direkte Panikattacke fast schon. Also nicht direkt Panikattacke, aber Panikattacken entstehen ja aus 2 anderen Gegebenheiten, aber wenn die gegeben sind. Aber das war schon creepy. Ja, und Panikattacken habe ich letztens in einem Podcast gehört, da hat es jemand erklärt und ich kann das auch so bestätigen. Entstehen ja, wenn du eine neue Situation hast. Und aus dieser Situation nicht raus kannst, dann kann eine Panikattacke entstehen. Die beiden Sachen müssen gegeben sein. Kann ich bestätigen. Kann ich definitiv bestätigen.
So, neue Situation kann eine neue Umgebung sein, die du nicht kennst, die dir fremd ist. Und nicht aus der Situation rauskommen kann sein, dass du nicht sofort nach Hause fahren kannst. Dass du abhängig von anderen Dingen bist oder von anderen Personen oder ja, dass es einfach nicht sofort funktioniert. Und zack, Panikattacke. Aber das war das, was ich damals mal erlebt habe, als ich jemanden besucht habe, den ich hier bei Insta kennengelernt habe. Bro, ich weiß, du guckst manchmal noch meine Stories, du weißt, wovon ich rede. Da habe ich so eine Panikattacke erlebt, tatsächlich. Das war so mitten in der Pandemie. Man kennt's, oder ihr kennt's, wir alle waren auf Isolation ausgelegt, ja. Und ich habe mir so gedacht, ja geil, ich besuche den jetzt so, ne? Ich fahre zu dem hin. In dem Ort noch nie gewesen, ihn noch nie live gesehen. Und ich bin total optimistisch rangegangen. Ich dachte so, geil, Mann, endlich erlebst du was. Ja, super, ne? Null Angst davor gehabt. Kaum war ich da. Ich bin mit dem Zug hingefahren, ne? Also wie gesagt, schnelles Wegkommen war nicht, ne? Au! Und dann auf einmal hat es umgeschlagen, ne? Wir haben was gegessen und danach hat es sofort umgeschlagen, dann kam die Panikattacke. Und dann wurde es ja auch langsam Abend und dunkler und richtig schlimm. Richtig schlimm war das. Ja, dann bin ich dann auch am nächsten Tag nach Hause gefahren. Als ich wusste, ich kann jetzt mit dem Zug nach Hause fahren, so. Hat mich einen Haufen Geld gekostet, war mir aber scheißegal, ich wollte nur aus diesem Zustand raus, ja. Panikattacken kannst du halt, also kannst versuchen mit Atmung das so zu kontrollieren, das geht. Dieses Tool hatte ich damals aber noch nicht. Ich habe auch nicht verstanden, warum. Das Ding ist halt, wenn eine Panikattacke kommt und du nicht verstehst, wie eine Panikattacke entsteht, und du auch kein Werkzeug dagegen hast, dann bist du dem ausgeliefert. Das ist halt leider so, ne? Hätte ich damals schon gewusst, wodurch Panikattacken entstehen, dann hätte ich das viel schneller aufschlüsseln können. Zum Beispiel hat sich bei mir dadurch auch eine Konditionierung ergeben, die ich später auflösen konnte. Ich habe nämlich mit ihm Kaffee getrunken und Zimtschnecken gegessen, also Kaffee und Kuchen. Und danach ging die Panikattacke los. Und war das im gleichen Jahr noch? Doch, es war, glaube ich, im gleichen Jahr noch. Im Sommer, in dem gleichen Jahr noch, bin ich da mit meinem Bruder und meiner Mutter in die Uckermark gefahren, wo ich schon oft war. Kein Ding, wir sind auch mit Auto, bist mit Leuten unterwegs, die du kennst, alles cool. Aber wir saßen in einem Café und haben Kaffee und Kuchen gegessen. Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Kaffee und Kuchen gegessen klingt immer voll skurril. Und auf einmal habe ich wieder diese Panikattacke bekommen. Das Gefühl kam zurück. Und ich denke mir so, Bro, was ist jetzt los? So. Du bist an einem Ort, den du kennst. Du bist an einem Ort, wo du gerne bist. Du bist mit Menschen zusammen, die du sein Leben lang kennst, die du lieb hast. Du wolltest hier sein. Warum kriegst du jetzt diese Panikattacke? Und ich habe das natürlich auch sofort kommuniziert. Das ist auch ganz wichtig. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Bro, das ist eine Konditionierung, die da gerade aufkommt. Das war halt, ich habe den Tag, wo ich mit ihm ne, Kaffee und Kuchen konsumiert habe, habe ich die Panikattacke danach bekommen. Das heißt, bei mir war einkonditioniert, wenn ich in einer anderen Umgebung bin und Kaffee und Kuchen zu mir nehme, haha, wieder Panikattacke, Angst. Kaffee, Kuchen, andere fremde Umgebung oder andere Umgebung. Fremd war gar nicht mal so wichtig anscheinend. Andere Umgebung, zack, Panik. Angst. Diese Konditionierung hat sich bei mir aufgebaut. Und das Starke war, dass ich die sofort erkannt habe und sofort entkonditionieren konnte oder umkonditionieren konnte, wie auch immer man sagt. Ich bin mir sofort der Sache bewusst gewesen, habe das kommuniziert und das Gefühl war weg. Kein Scheiß. So, und das sind so Sachen, da musst du erstmal hinkommen mit jahrelanger Therapie, jahrelange Erfahrung, jahrelange Arbeit mit sich selbst. Das ist unglaublich viel Arbeit. Das kriegst du nicht von heute auf morgen hin und auch nicht ohne Hilfe meistens. Ja, und daran hat das jetzt eigentlich nichts mit dem Brief zu tun, aber ist vielleicht ganz spannend. Ja, auf jeden Fall krass, was dieser Brief jetzt ausgelöst hat schon wieder. Also es ist sehr interessant. Und ich habe halt immer so, ich kann mittlerweile beides, so zwei Seiten. Die eine Seite, die es fühlt, die da drin ist, und die andere Seite, die einfach nur beobachtet und komplett neutral ist. Und das konnte ich früher nicht. Früher war ich der Emotion zu 100% ausgeliefert. Ganz schlimm, ganz schlimm. Naja. Ich gebe Bescheid, wenn ich weiß, ob das fake oder real ist. Und wie gesagt, droppt mir mal rein, ob jemand das schon mal erlebt hat. Ja, und genauso ist es halt auch mit dem Thema Reisen bei mir, ne? Das kann immer eine Panikattacke auslösen. Zumal, wenn diese beiden Faktoren, wie gesagt, zusammenkommen. Und das hast du zum Beispiel, wenn ich jetzt an einen Ort reise, wo ich noch nie war.
Haben wir schon mal Faktor 1. Keine Ahnung, ob ich mich da wohlfühle. Das ist übrigens auch ein wichtiger Faktor, ich habe ganz vergessen zu sagen. Wenn du an einem neuen Ort bist und dich dann auch nicht wohlfühlst oder dich bei der Person nicht wohlfühlst, dann kommt das halt zusammen, ne? Dass diese neue Situation unangenehm wird. Und wenn du dann nicht flüchten kannst, auf Deutsch gesagt, ist ja so der Modus, den man hat, wenn man Angst kriegt. Flucht ist immer so die erste Instanz, die kommt, die erste Intuition. Nicht sie weg, ganz normal. Das haben wir noch so drin aus der Steinzeit, ne? Weil Angst hat ja dein Leben gesichert. Und in der Steinzeit, wenn da ein Tiger oder was ich gerade an dir rankam, dann musstest du abhauen, sonst wärst du gestorben. Und deswegen hat man diesen Fluchtinstinkt. Das ist ganz normal. Und wenn ich jetzt an einen neuen Ort reise, zum Beispiel zu einem Wettkampf, und ich mich da nicht wohlfühle, dann halt ein Problem. Dann kommt übrigens schon mal Instanz 1 zum Einsatz. Das ist ja auch bei so einer Unterkunft so, ne? Also ich meine, klar, du suchst sie dir aus, dass dir da möglichst gefällt. Aber Bro, du weißt doch vorher nicht, ob du dich wohlfühlst. So, und wenn dann die zweite Instanz hinzukommt, dass du nicht sofort weg kannst, weil du zum Beispiel mit dem Zug gefahren bist, Problem. Deshalb setze ich mir diese Sicherheitsanker, wie ich schon mal in einem Video meinte, dass ich halt zum Beispiel mit dem Auto fahre. Weil dann weiß ich, ich kann jederzeit abhauen. Oder ich kann im Notfall auch im Auto pennen. Aber ich kann jederzeit nach Hause fahren. Und das ist wichtig.